So, wisst ihr Bescheid, was heute ist? Ostern und so, ne? Moin. Das ist eine weitere Aufnahme, mein Test. Ich habe ein bisschen gebaut und das Häschen stecke ich erstmal wieder ein. Na komm, so. Gibt es hier einen Billardtisch? Da mein Test keine Billardsimulation ist, kann man hier natürlich nicht spielen, aber es sieht ganz gut aus. Dann gibt es hier eine kleine Sitzecke und hier gibt es auch noch mal so ein bisschen Einrichtungskram. Dann habe ich auch nichts weiter gebaut. Aber meine Idee für heute ist, dass wir mal so langsam so ein bisschen Richtung zweiten, ja, dritten Stock uns orientieren. Wohl, nee, zweites Obergeschoss ist das, ne? Weil hier war ja soweit, ich glaube, bis auf einen Raum alles durch. Nee, hier war auch fertig. Hier war noch irgendwie was offen. Sei aber mal dahingestellt. Meine Idee ist, dass wir jetzt mal hier oben zumindest mal den Boden reinziehen. Ne? Ich habe es mal stumm geschaltet. Ich bin immer noch so ein bisschen krank. Man hört es vielleicht auch noch so ein bisschen. Ja, ne? Also hier ist ja schon Boden drin. Aber hier kommt jetzt auch noch mal Boden rein. Ja, so, dann meine Idee ist, wir gucken erstmal, was es hier für schöne Bodenmaterialien gibt. Zu den Sachen wollte ich hin hier. Könnten das hier als Bodenbelag nehmen? Das wäre so ein bisschen rustikaler. Oder dieses Wundenteil. Ich glaube, diese Wundenteil, die hatte ich auch schon mal irgendwo, ne? Kann das sein? Ich glaube, nee, das war irgendwas anderes noch. Das war mit Coal, glaube ich. Coal-Teil oder wie die heißen. Plankstone. Na gut, so ähnlich. Kohlteil und Plankstone. Ja. Teil. Ich glaube, das werden wir machen. Gucken, was man da braucht. Ja. Genau, so geht das. So und nicht anders, ne? Ernsthaft. Ich muss schon sagen, ich bin begeistert. Ist das jetzt mit allem so oder ist das jetzt nur, weil die halt irgendwie scheiße sind? Türen sind normal, okay. Moment, wenn das Wooden Planks sind, Wooden Tiles macht man doch dann so. Nein, so macht man sie nicht. Ich will die jetzt. Gut. Also, wieder was gelernt. Die Fensterabdeckdinger, die Lamellenteile machen wir dann später. Wir machen jetzt erstmal vernünftigen Boden rein hier oben. Gut, hätte natürlich auch angezeigt werden können, aber ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, das reicht genau. Zack. Wollte erst sagen, das reicht nicht, aber dann habe ich gesehen, das reicht doch. Außerdem muss ich mal was essen. Guck mal, Bunny, du gehst mal da unten hin, du gehst mal hier oben rein. So. Kommt dann nämlich jetzt schön, schön der Boden rein. Ja, doch, das geht. Glaube, ich werde den ganz zuziehen erstmal. Die Wände kann man dann immer noch reinziehen. Es wird wieder eine sehr spannende Folge heute. Ihr seht das schon. Sind die ausrichtungsempfindlich? Nö. So. Könnt ihr irgendwas total Wichtiges und Spannendes erzählen? Das Problem ist, dass weder irgendwas Wichtiges noch irgendwas Spannendes passiert. So. Das heißt, ich werde einfach nur stumpf vor mich hinbauen. Wahrscheinlich wird diese Folge noch nicht ganz so lang werden, weil immer noch ein bisschen krank und so, aber. Das wird schon, das wird schon. Aber auch schlimm, so eine Scheiße irgendwie 2 Wochen mit sich rumzuziehen. Naja, gut. Dieses Loch dort, warum habe ich das eigentlich mal gelassen? Das habe ich doch irgendwann mal versehentlich gemacht, ne? Ich werde das gleich einfach mal zumachen. Und zwar mit diesem Stein hier. Mit diesem Stein hier aus Holz. Wer kennt ihn nicht? Den guten Stein aus Holz. Und dann passt er noch nicht mal rein. Aber gut, schnell was drauf, so. Schon ist der Stein versteckt. Der böse, böse Stein. Der Holzstein. Der hölzerne Todesstein des Holzes.
So ähnlich, ne? Gut, ja. Das heißt, doch mal die ganze Baumfarm irgendwie abholzen. So. Ich meine, wenn das nur alles Stein ist, dann brauche ich wahrscheinlich auch die Spitzhacke. Weil, wie jeder weiß, Stein und Spitzhacke fangen beide mit Sch an. Daher ist der Stein und die Spitzhacke direkt miteinander verbunden. Ja. Und da man das Zeug hier mit der Zeug abholt, ist es kein Holz, sondern Auels. Weil man hat ja eine Axt. Und mit einer Axt macht man Auels weg. Wie jeder weiß. Wenn man mit einer Spitzhacke Stein abbaut. Versteht er schon. Ja, gut. Wenn dann gleich das ganze Stein hier abgebaut ist. Mit der Spitzhacke, mit der unsichtbaren. Und das ganze Auels in meinem Inventar gelandet ist. Aua. Das tut doch weh. Ja. Gut. Mal schön, dass ich die Baumfarm hier hab, ne? Gleich noch ein bisschen Zeug einsammeln. Habe ich auch wieder was zu futtern. Apropos futtern, der Pull-Request ist immer noch nicht angenommen worden. Ich denke mal, die Mod ist einfach nur tot. Egal, bleibe ich dabei, meinen Fork davon zu benutzen. Geht auch. So. Dann haben wir das. Dann ruckelt's wieder. Hat sich übrigens immer beschwert, dass es so ruckelt. Zwar nicht hier unterm Video, aber an anderer Stelle. Hab ja schon geschrieben, mein Computer ist 8 Jahre alt und ruckelt das. Der ist halt so, ne? ja, dafür ist die Audioqualität halbwegs in Ordnung. Hoffe ich, glaube ich, denke ich, wünsche ich mir. Will ich so haben, sag ich einfach so. Das ist einfach so. Ist mein Let's Play und wenn ich sage, das ist gut, dann ist das gut. So. Der kleine Diktator hat gesprochen. Man hört ja ganz leicht das Laufen auf Glas. Ich finde das Geräusch total toll. Ja, Treffen ist nicht meine Stärke. Ich finde auch schön, dass man die Saplings so auf Glas setzen kann. Da wächst dann bestimmt ein Glasbaum. Ein Gaum. Guck, da ist schon einer gewachsen. Ja. So, schnell mal wieder rüber hier. Wir hatten ja was vor. Ja. Ist auch übrigens total barrierefrei hier oben. Wir kommen super drauf hier. Das ist gar kein Problem. So, wir brauchen ein bisschen hiervon. Also, diese Inventarscheiße, das ist echt langsam. Das ist doof. Obwohl, vielleicht reicht's doch. Es könnte so gerade eben reichen. Oder ich verschätze mich, ich habe gleich einfach noch eins darüber. Nee, ich glaube, das wird noch nicht reichen. Aber gut, dann machen wir mal weiter. Legen wir mal weiter Stein hier aus. Ja. So, die Ecken hier kann ich übrigens nicht wegmachen. Das ist von außen die Unterseite. Das geht nicht. Man hört wahrscheinlich die ganze Zeit die Maus klicken und die Tastatur tippeln. Apropos Tastatur, die gibt so langsam den Geist auf. Wenn irgendjemand eine Mini-Tastatur kennt, also ohne Nummernpad dran, idealerweise mit Beleuchtung, idealerweise USB, idealerweise englischer Zeichensatz, nehme ich gerne an. Einfach mal Bescheid sagen. Letztendlich könnte ich natürlich auch selber gucken, aber wenn schon jemand Erfahrung mit sowas hat, gerne her damit. Sollte nicht allzu viel kosten. Ne? Die sollte nur als Zweittastatur genutzt werden für eben das Let's Play. Weil mir eine normale Tastatur ist dann doch etwas sehr laut. Ne? Zum Zocken, das ist zum Aufnehmen zumindest. Ja, zum Zocken ist sie in Ordnung, aber zum Aufnehmen ist doch sehr laut. Und dann bin ich gerade dabei auf einer anderen Welt. Vielleicht zeige ich das nachher nochmal kurz. Oder auch nicht. Mal schauen. Oder ich mache ein Bild davon. Sprechen. Bin ich dabei auf so einer anderen Welt so ein bisschen im Creative-Modus ein bisschen zu bauen. Dachte mir so, Home Decor hat ja auch so ja, Computerkram und Server und sowas. Dachte ich, baue mal einen kleinen Serverraum. Gut, es wird jetzt doch eher ein Bürogebäude, weil nur so ein Serverraum allein ist ja ein bisschen langweilig. Ja, mal gucken, ob ich davon noch mal was zeige irgendwann.
Das ist mehr so aus Zeitvertreib. Also ich habe da jetzt nicht vor, groß was mitzumachen, aber ein bisschen Zeitvertreib ist ja auch mal ganz schön, ne? Nicht, dass das hier, was ich jetzt hier gerade mache, kein Zeitvertreib wäre, aber ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Einfach so ein bisschen zur Entspannung mal nebenbei ein bisschen was bauen, ohne groß nachzudenken. Vor allem ohne groß nebenbei irgendwas anderes zu machen. Wie zum Beispiel sprechen und aufnehmen, was beides ja ziemlich scheiße läuft. Aber hey, drauf geschissen! So. Hab ja überlegt, irgendwie meinen Rechner mal irgendwann aufzubohren und Öl reinzufüllen. Nein. Mir mal irgendwann neue Hardware zu kaufen, weil doch so langsam ist echt irgendwie so 8 Jahre ist schon. Es reicht langsam, aber dafür läuft es auch eigentlich relativ gut. Bis auf die Tatsache, dass es gerade 11 FPS sind, aber gut, so ist das eben. Da muss ich aber nochmal gucken, wie ich das genau machen werde und wann vor allen Dingen. Jetzt in nächster Zeit erstmal eher nicht, aber generell wäre schon irgendwann mal ganz schön, ne? Ich glaube, dann sollte das alles auch ein bisschen besser laufen. Und dann ruckelt das auch nicht mehr, mein feiner Herr. Nee, was? Alles in Ordnung. Weil sie selber da ruckelt, aber ist halt leider so. Ne? Und von daher, irgendwann werde ich mir ein neues kleines Gerät kaufen, mit dem man dann wunderschön aufnehmen kann. So, hat doch genau gereicht. Ich habe sogar noch ein paar Steinchen über. Steinchen, Steinchen. Naja, gut. Ja, hier muss natürlich irgendwie wieder eine Wand rein, weil jetzt muss hier wieder zu, weil Treppe und die kann nicht so mitten im Raum stehen. Ich hätte das natürlich auch gut planen können, dann wäre die wieder an der Wand gewesen, aber so ist das nun mal eben. Und jetzt ist die halt hier. Nö, wisst ihr Bescheid. Gott, ist das finster, wenn man hier hochkommt. Bah, so, erstmal Licht hin. Das bleibt ja alles so hier. Das bleibt hier so. Noch gar keine Idee, wie ich hier die Aufteilung machen könnte. Ich könnte natürlich. Was brauchen wir denn noch? Mal überlegen. Lass mal nachdenken. Da muss ich auch nochmal neu machen. So geil finde ich die Ecke hier nicht. Also ein Klo haben wir hier. Das muss reichen fürs ganze Haus. Ein einziges Klo fürs ganze Haus. Lecker, lecker. So. Dieses mit den Schildern sollte eigentlich wieder in Ordnung sein. Ich muss nur ganz schnell mal haben essen, sonst bin ich gleich hinüber. So. So, erstmal einen Schluck Wasser essen und eine Tomate trinken. Ach, das war gut. So. Denk das mit den Schildern, das sollte eigentlich wieder in Ordnung. Wir probieren das mal aus. Moment, wie habe ich das hier gemacht? Ein frei, zwei frei, ein frei, zwei frei. Zwei frei und dann die Zahl. So. Nee, Leerzeichen, Leerzeichen. Dann die Zahl, das ist rot. Nein, jetzt geht das wieder los. Drei war das, ne? So. Und dann vier. Das rote Paradies. Rote Paradies. Right. Oh, es geht wieder. Schön. So, das rote Paradies ist schon mal hier eingerichtet. Tür zu. Ist immer geil, dass man die immer noch nicht vernünftig zumachen kann, die Türen. Da unten geht's, aber hier oben geht's nicht. Hier geht's nur, unten geht's nur zu und. Oder hier an der Seite. Jetzt muss ich aufstoßen vom Energy Drink. Gleich nochmal einen Schluck genehmigen. Guck mal, sind wir schon wieder bei 20 Minuten, ne? Hier oben geht's aber nochmal erstmal weiter. Gut, jetzt haben wir eine Decke drin, jetzt haben wir den Boden drin und Wandaufteilung. Ach ja, wir wollten ja überlegen. Also unten sind Zimmer drin. Eins, zwei, drei, vier Zimmer und das Klo. Ist ein bisschen mau, ne? Da muss noch ein paar mehr Zimmer rein. So, wir ziehen hier oben dann Zimmer rein. Deshalb mache ich jetzt doch mal ein bisschen dunkel hier, das ist jetzt auch egal. So, aber dann kann ich hier vernünftig planen. So, oh Gott, ist das finster, ne? Hier mache ich mal lieber eine rein, sonst spawnt da noch was. So, wir brauchen Räume, auf jeden Fall ganz viele Räume. Ich mache hier mal so ein bisschen schmaler. Kann man nämlich hier in den Raum reinziehen. Drei breit, dann ist der Raum so schmal. Der Raum ist dann auch drei breit nur. Nee, das mache ich. Das ist die Low-Budget-Etage hier.
Bis auf die Eckräume, die sind ein bisschen größer, weil so ein kleine Schießscharte hier. Ich glaube, das wäre ein bisschen sehr eng, ne? So, das ist. So, machen wir hier tatsächlich mal echt so eigene kleine Räumchen. So, wie breit waren das jetzt? Drei? Ja, drei. Eins, zwei, drei. Machen wir hier zu. Obwohl, dann ist hier so viel Platzverschwendung, das ist auch scheiße, weil hier kannst du ja nichts reinmachen in der Mitte. Kannst du hier schlecht irgendwie Räume reinbauen. Das ist übelst eng ist das doch. Nee, ich glaube, ich mache die alle ein so breit. Ja, ich glaube, das ist besser. Das ist halt mit dem Fenster hier scheiße, ne? Wenn die hier anfängt, die Ecke. Dann machen wir nämlich hier die Ecke zu. So, und ich hole mir jetzt erstmal Werkzeug. Dann mache ich das nämlich alles doch. Dann bleibt das hier nämlich offen. Dann werden die alle ein bisschen breiter, die Räume. Das ist dann, glaube ich, doch ganz in Ordnung. Nur hier hinten ist halt scheiße, wie schon gesagt, ist Platzverschwendung halt sehr viel hier in der Mitte, weil hier kannst du nichts hinsetzen. Ja, so, ne? So und so. So. Ja. Hier nehme ich auch nochmal zu. Die ganze Reihe längs hier. Hier muss wieder offen bleiben. Ja, ist halt so. So, dann nehme ich hier. Da gucke ich dann gleich mal, wie ich das mache. Gott, hier ist es ja richtig finster. So. Das ist doch eine doch etwas angenehmere Raumgröße und es ist immer noch genug Platz für viele Zimmer. So, hier nehme ich mal hin und hier hin. Ja, das ist in Ordnung. Und hier auch wieder zu. Ja, die Ecken, die bleiben dann halt so ein bisschen luftig frei, aber dann ist das halt so, ne? Dann ist hier halt so eine Ecke, wo man dann im Zweifelsfall, wie bei Mein Test und anderen Spielen dieser Art generell, kann man hier einfach eine Sitzecke reinbauen. Ganzen Räume und ganzen Gebäude stehen alle voller Sitzecken. Völlig sinnlose Sitzecken, aber Hauptsache ein bisschen was Platz zum Lesen. Oder ich mache ein Zimmer draus. Nämlich hier, nämlich hier, hier zumachen. Hier. Dann müsste hier eine Tür rein, dann hat man nämlich hier noch ein Zimmer. Das ist sehr unangenehm eng, glaube ich. Könnte natürlich auch sagen, hier. Ja, dann haben wir nämlich hier. Ja, pass mal auf, holen wir nämlich hier wieder auf. Ja, dann ist hier ein Eingang und hier ein Eingang. Beziehungsweise kommt hier dann zu. Und wenn ich dann nicht fertig geplant habe, ist die Folge auch schon wieder vorbei. Reicht dann doch. So. Gut, der wird natürlich seinen Spaß haben, wenn der hier in die Ecke kommen will. Ich glaube, hier mache ich mal ein ganz großes Zimmer rein. So ein Luxus-Apartment kann man sich dann doch nochmal erlauben. So, dann hat er nämlich hier vielleicht auch seine eigene kleine Küche oder sowas. Dann muss ich mal gucken. Dafür hat er halt einen scheiß Eingang, dann ist das da so, ne? Oh Gott. Ja, gemütlich kommst du dann hier rein in die Ecke. Schön. Ich könnte hier natürlich auch alle ein bisschen kürzer machen, aber dann wäre hier wieder so viel Platzverschwendung. Nee, das bleibt jetzt so. Hier müsste ich das dann ja rein theoretisch auch machen. Und dann kriegt er nämlich hier so. Haben wir nämlich noch ein großes Luxuszimmer hier. Und dann kann man nämlich hier, wenn man das dann richtig macht, mache ich das mal wieder ein kleiner. Oh, ich bin schon wieder am Verrecken hier gerade. Gut, wir waren stehen geblieben dabei, dass die hier die Wand bündig abschließen soll. So. Gut. Der hat hier einen vernünftigen Eingang. Der kriegt hier keinen vernünftigen. Den kriegst du ja nicht hin, den vernünftigen Eingang. Wieso klappt das denn hier auf der Seite und auf der anderen Seite nicht?
Ach so, deswegen, okay. Ja, komm, drauf geschissen. Das bleibt, wie es ist. Das ist dann halt so. Man kann natürlich auch hier zum hier ein größeres. Nee. Nö, das bleibt so. Und das ist auch in Ordnung. Da hat hier so eine kleine Ecke. Im Zweifelsfall einfach eine Sitzecke reinbauen. Gut. Hier könnte man ja auch noch irgendwie was machen. Oh, nämlich hier nochmal zumachen. So. Dann hier zu bis hier. Und die Maus ist am Tibbern. Gut, Sitzecke, Sitzecke. So ein kleiner Innenhof. Da wird dann ein Lagerfeuer entzündet. So. Sind die Zimmer doch alle noch ein bisschen größer geworden, ne? Ich könnte natürlich auch hier. Nö, doch, das ist in Ordnung so. Kann man nämlich hier vielleicht noch so wirklich so eine kleine Sitzbank oder so eine kleine Sitzgelegenheit reinmachen, so eine kleine Mini-Lounge wie unten. Eben nochmal die Türen planen. Wie machen wir das dann am besten? Hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Ja, gut, hier ist natürlich scheiße. Hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Ich meine, von außen sieht man es ja eh nicht. Hier ist eine Tür, leider irgendwie an der Ecke, aber gut. Hier ist eine Tür, hier ist eine Tür, hier auch noch. Und ja gut, der hat ja schon seine Tür. Doch, das passt. Dann kommt die Sitzecke hier an die Wand und dann ist das in Ordnung. Gut, also Türen sind da, Räume sind da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Räume und die von unten sind 12. Hier oben muss ich mal gucken. So, aber 12 Räume sind, glaube ich, erstmal in Ordnung. Ja, dann geht das große Einrichten jetzt los. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Oder auch nicht. Mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Und nun hüpfen wir vielleicht doch einfach nochmal rüber in die andere Welt. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. So, und dann bin ich auch schon wieder da. Kurz mal zeigen. Ich habe jetzt dann doch mal das Unified Inventory mir reingeladen. Allerdings so für den Creative Modus, weil es doch ein bisschen angenehm hat, damit zu arbeiten. Im Creative Modus, weil man hier auch gleich suchen kann. Aber gut, schauen wir mal ein bisschen rum hier. Ist so ein bisschen der Rohbau. Hier habe ich übrigens auch die Idee mit den Fensterjalousien her. Man sieht so, einige sind ein bisschen runter, einige sind ein bisschen höher. Nur je nachdem, wie der Angestellte, der da arbeitet, sich das eingestellt hatte. Und da würde ich sagen, gehen wir nämlich einfach mal rein. Ja. Wir betreten die Eingangshalle. So, schön hier mit Licht und mit natürlich auch einer schönen Lounge. Dann hier verschiedene Uhrzeiten aus den verschiedenen Regionen. Und wer will, kann hier auch sein Handy dran laden. Oder halt sich dann hier das bequem machen im Wintergarten. Im Sommer kann man auch raus, aber draußen ist nur für die Mitarbeiter, da kommen wir gleich hin. Das ist der Preis für das schönste Gebäude der Welt. Ja, hier kann dann gearbeitet werden. So ein bisschen der Empfang. Und wenn man dann rein darf, dann kommt man dann hier auch rein. Das ist dreisprachig, das ist einmal Deutsch, Englisch und ich hoffe, die französischen Wörter sind richtig. Gut, erstmal hier zu den Anwendungsentwicklern. Auch die haben eine schöne Beleuchtung, haben hier ordentlich ein bisschen Dokumentation zum Lesen. Wenn die mal was nicht wissen, schlagen sie es nach. Die Pflanzen sind ein bisschen mickrig, aber habe da leider nichts Besseres gefunden. Ich hatte hier, spaßeshalber mal aus dem Forum eine Idee mir übernommen, aber ich weiß nicht, so geil sieht das auch nicht aus. Ich bräuchte irgendwie so was Tannenmäßiges, was da gut reinpasst. So wie das hier, nur halt ein bisschen größer. Und ein bisschen grüner natürlich, ne? Gut, aber egal. Ja, naja, gut, der Kalender ist halt immer derselbe Datum, aber macht nichts. Der ist gerade nicht am Arbeiten. Der zockt während der Arbeit. Alle, die einen Laptop haben, zocken halt während der Arbeit. Ah ja, hier, Steckdose haben sie auch. Und funktionslosen Lichtschalter gibt's auch. So, dann unten war das. Hier der Sozialraum oder Küche und
Na, das ist die Küche, da kann dann jemand sich was zwischen zubereiten. Ganz wichtig hier Lebensenergie und eine Mikrowelle und einen Kühlschrank und einen Herd und auch eine Uhr. Und hier kann man ordentlich essen. Mir ist uns aufgefallen, die Tische, die schließen jetzt bündig ab. Das finde ich ganz schön. Die kann man dann nämlich schön zusammenstellen, endlich. Hier wird dann auch ordentlich gegessen. Und hier kann man dann im Sommer schön seine Grillparty veranstalten. So. Zack, dann geht's weiter. Ach ja, und ganz wichtig hier. Ja, Garderobenhaken. Und hier kommt man dann auch zum Empfang dann raus und kann dann da arbeiten. Was mir aufgefallen ist, man sieht es natürlich, wenn ich die Tür zumache, man sieht diesen Vorhang hier trotzdem. Da hinten ist auch irgendwie Wasser, was so ein bisschen durchblinkt ab und an mal. Ja. Rendering und Reihenfolge von Rendering. Da muss auf jeden Fall noch was dran getan werden. Gut, aber egal. Wollen wir weitergehen hier? Hier ganz wichtig, der Vorstand. Zack. Hat natürlich auch Strom und Licht und einen großen Schreibtisch. Kann sich dann hier mit seinen Konferenzleuten treffen. Hat hier natürlich ganz viel Wichtiges zu lesen. Und zockt natürlich während der Arbeit und hat ein Tablet auf dem Tisch liegen und kann auch Fernsehen während der Arbeit. Ja, das ist halt sein großes Büro. Zack. Auch schön Büro direkt neben dem Klo. Einmal für die werte Damenwelt. Da ist auch keiner, da ist auch keiner. Weil die haben hier schön Blümchen an den Wänden. So typisch Frauenklo, wie sich ein Mann das vorstellt. Keine Ahnung, ich war noch nie auf dem Frauenklo. Kann ich nicht beurteilen. So, ah, hier unten, Tür wieder zu. Dann geht's hier zu den Herren, ein wenig spartanischer eingerichtet. Klo, Klo, Waschbecken. Man braucht nur Waschbecken und Klo. Ne, weiß Bescheid. Zack, wieder zu. Hier ist dann so ein bisschen die Kopiererecke. Hier, ganz hochmodernes Telefon, wie sich das für eine ganz moderne Firma gehört. Dann hier natürlich zwei Drucker. Ja, der feine Herr druckt auf beiden Druckern, Stereo und so. Ordentlich Mülltrennung, wie sich das gehört. Einmal grünes Papier und einmal durchsichtiges Papier. Nein. Und ja, ganz wichtig, der WLAN-Router. Ja, hier geht's dann hoch und da habe ich dann aufgehört. Dadurch habe ich noch nicht weitergebaut. Sollte ich natürlich auch nochmal irgendwann machen. Ja, aber das ist das, was ich so nebenbei baue, wenn ich nicht an meiner normalen Welt spiele. Hier muss ich mal gucken, ob ich hier eine Höhe irgendwie noch. Ich könnte das ja mal eben ausprobieren. Geht das? Kann man die aufteilen, die Dinger? Wäre natürlich optimal. Ja, komm. Na, na, oh! Sehr schön. Dann mache ich das nämlich mal eben. Und diesen hier nämlich. Hatte ich nämlich hier irgendwie mir Zwischendecke reingezogen, dass eben nicht die Beleuchtung von unten hier oben dann zu sehen ist. Geht das? Sieht das aus? Ich glaube, so schlecht ist das nicht, oder? Und nämlich hier so ein bisschen doch eine deutlichere Trennung. Ja, und so weiter einmal rum. Das mache ich dann aber alleine, wenn ich mal Lust habe. Ja, das, man sieht hier hinten, ich habe ein bisschen mit World Edit gearbeitet. Muss aber ganz ehrlich sagen, auch wenn der ein schickes GUI hat, wo man natürlich alles Mögliche mitmachen kann und es geht bestimmt auch mit Befehlen. Aber den World Edit von Minecraft finde ich doch ein bisschen geiler. Aber egal, das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich denke mal, ich werde hier gleich einfach ein bisschen weiterspielen und wir sehen uns nächste Woche. Tschö!